Und doch? Hi, kleines Unboxing. Ich habe das mal ein bisschen vorbereitet, meine lieben. Moin, moin, YouTube erstmal. Wie lange mache ich schon den Spruch? Weißt du das? Ich glaube von Anfang an, ne? Ja, ich glaube auch. Hinter der Kamera mein allseits geliebter Bruder. Ja, war ich. Wie gesagt, ich habe das ein bisschen vorbereitet. Ich müsste das nur noch abziehen. Oder auch nicht. HP. Ja, es ist ein Laptop. Und, oh, ja, der Computer ist personal again. Ja, auf jeden Fall. Was ist das für eine? Das ist ein HP Pavilion G7. Und das ist, die Modellbezeichnung ist 1116SG, glaube ich, war das. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Und ja, was habe ich bezahlt? 499 Euro. Stolzer Preis. Auch für einen nicht gerade jetzt regelmäßig arbeitenden. Ich bin jetzt in der Ausbildung. Und dafür ist er auch. Für Büroarbeiten, für Adobe Photoshop, InDesign und Illustrator. Natürlich aber auch für eure Videos, damit sie qualitativ besser werden. Nur habe ich jetzt bei Daddy ein bisschen Schulden. Holen wir doch mal das Kernstück heraus. So, was haben wir hier? Hier haben wir, keine Ahnung, Sicherheitshinweis, technischer Support. Dann haben wir hier, ja, so geht's los, alles klar. Oh, wirklich, so geht das? Echt? Ernsthaft? Next. Tschüss. Gebrauchsanweisung, braucht kein Mensch. Obwohl ich gesagt habe, in den Dingern stehen eigentlich immer Sachen drin, die man sonst so nicht weiß. Ja, ich sag ein bisschen was zu den Spezifikationen. Es ist ein Sandy Bridge drin, Intel Core i5. 2,3 GHz, weißt du das? Ich glaube. Ich glaube auch. 2,3 GHz Dual-Core. 4 GB Arbeitsspeicher. Es ist schon eine magere Softwareausstattung drauf mit Windows 7 in der 64-Bit-Version, Office-Paket und ich glaube Norton Security ist auch drauf. Grafikkarte weiß ich jetzt nicht, da sind aber zwei drin, einmal eine Onboard an Motherboard und eine Umschaltpaare für Low Games, also jetzt nicht hochauflösende Spiele. Das ist eine HD Radeon Mobility. Ich glaube 6214. Ich kann mich auch irren. Nein, ich irre mich 100 Pro. Ja. Meistens haben die runde Zahlen. Nee. 6240 oder so. Nee, nicht unbedingt. Ich glaube schon, dass der irgendwie was Krummes hat. Naja. Ja. Das ist Akku. Das ist das Ladekabel. Keine Maus, nichts anderes, nicht mal ein Bedienungshandbuch. Nicht schlecht. Und das ist das Kernstück. Mach mal die Folie ab. Mit einem ekelhaften Hinterton. Wow. Ja, doch, die Oberfläche sieht sehr schön aus. Schick. Die spiegelt sich. Ich mach den mal auf. So. Es ist ein 17 Zoller, 17,3 Zoll in der Bildschirmdiagonale. Und ja, so sieht er aus. Eine sehr schöne, leuchtbare Tastatur. Ein relativ ordentliches Trackpad mit zwei guten physischen Tasten. Läuft. Weitere Videos werde ich aber zu dem Notebook, also Aufnahmetest und so weiter, die kommen dann, wenn ich den eingerichtet habe. Ich glaube, ich mache den erstmal platt. Nein, ich mache den erstmal nicht platt. Ich teste den erstmal so aus und dann mache ich den platt.
Was ich gerade sehe, das hier gefällt mir nicht so ganz. Hier oben und unten Taste. So. Nee, sieht nicht gut aus, ne? Naja. Aber schön extra separates Nummernpad. Sollte eigentlich auch eigentlich bei jedem 17 Zoller drin sein. Bei der Größe eigentlich schon. Ja, generell bei den Notebooks. So, im Grunde das war's erstmal von mir. Bis dahin und tschüss. Tschüss.